Recht herzlich willkommen zur neunten Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, letztes Mal haben wir hier Glauben Anspruch fingiert, beziehungsweise nee, das Spionagenetzwerk bauen wir da erst auf. Wir müssen auch laufen lassen, damit das besser wird. Sieht England nicht länger als Rivalen an. Okay. Das ist schön. Wir haben hier noch ganz viele Schiffe, sehe ich gerade. Sollten wir vielleicht mal zusammenziehen, oder? Was haben wir denn da überhaupt für welche dann da drinne? Zuck. Fünf leichte Schiffe. Ja, die sollten wir irgendwo schicken, oder? Kann man da Missionen auswählen? Handel schützen. So, dann sind die wohl beschäftigt, aber das müssen wir erst noch sagen, wo, ne? Ja, Ärmelkanal, ne? Denke ich mal. Das war doch hier Ärmelkanal, ne? Ja. Gut. Dann sind die beschäftigt. Ach, warte mal. Dann sind die weg. Krimklan, Naht, keine Ahnung, was das ist. Schurken von Neuland, okay. Flandern auch. Boah, was kommt da jetzt alles rein? Okay, Lagin. Dann müssen wir dann wieder aufrechterhalten, oder? Alle unterwegs, deswegen geht's gerade nicht. Nicht schlimm. Wie sieht das hier aus? Juni 1471. Okay, aber hier sind wir noch unterwegs. Da können wir nochmal reingucken. Nee, will ich jetzt nicht. Nochmal rein. Nochmal da rein. So. Wohin sind wir denn hier eigentlich? Schottland ist klar. Das hier ist Grenada durch. Und hier sind wir in Sligo, da. Wie sieht's denn da aus? Um 1,40. 15,4 haben wir eben. Habe ich da gar nicht geguckt, wie viel wir haben. Schon 17, okay. Und wie sieht's hier aus? Ganz schlecht, haben wir noch gar nichts, ne? Okay. Ah, jetzt habe ich gerade unsere fünf Schiffe da gesehen, weil da muss noch ein Haken irgendwo hin. Im Krieg heimkehren. So. Oh, wir können was bauen. Ein Tempel. Da ist alles billig. 16 ist hoch. 20 ist höher. 23. 23 ist das höchste. Hier unten. Ja, 23 ist das höchste. Machen wir doch, oder? Ja, man kann das ja jetzt neuerdings auch sortieren, ne? Das wäre dann schön hier. War ganz einfach. Ja. Entschuldigung. So, alles andere geht noch nicht. Hier kann man dann das schön sehen jetzt, ne? Okay. Gut, was haben wir hier? Achso, das ist unser Gegner, ja. Was ist das? Die wurden schon wieder entdeckt, die Holländer. Ja, einfach so doof, die Holländer, ne? Was wollte ich machen? Handel wollte ich nicht. Kontrahenten, ne. Religion. Diplomatiekarte wollte ich aufrufen. Okay, hier sind wir, glaube ich, bei, ne? Wir waren sie. Wir erheben schon Anspruch auf diese Provinz. Okay. Ist das so? Schottland. Bretagne. Und machen wir mal Pause, das wird zu viel. Wir verlangen Kompensation. Stabilität verlieren, oder? 248 Dukaten verlieren. Die haben wir nicht. Gut, dann verlieren wir halt einmal Stabilität. Das ist auch nicht so wild. Oh, das ist schade. Britannia. Okay.
Okay. Stabilitätseinbruch. Okay, das war das, was wir eben hatten, ist klar. Ulster. Gut. Läuft. Da Korn war wohl noch, oder wie sehe ich das? Nee. Zur Kernprovinz machen. Kontrollieren die Provinz und das ist unser Kern. Laufen lassen. Und hier, wie weit sind wir da? Schon wieder. Jetzt wurde Ergent ins Ligo entdeckt. Na super. Anspruch können wir da fingieren. Machen wir da, ne? Ach, schade, geht nicht so. Was ist denn das? Eischeier. Okay. Wohlschaden von. Gut. Jetzt mal ein Eroberungskriegsgrund gegen die, ne? Okay. Kastilien ist gestorben. Unsere Staatswehr ist beendet. Super. Jetzt haben wir da einen Anspruch und da einen Anspruch. Das ist doch schon mal was, oder? Und den hier, den können wir jetzt abziehen, ne? Wenn. Kommt da die Staatsehe von Kastilien wieder rein? Yep, akzeptieren. Und ja. Haben wir schon einen Anspruch. Okay, wusste ich gar nicht. Ah, das ist bestimmt noch auf vergangenen Zeiten, wo das noch nicht Sligo gehörte. Na, genau, so ist es. So, wen haben die denn dann bitte schön als verbündet mit Schottland? Okay. Und die sind verbunden mit Leinster, aber nicht mit Schottland. Und Leinster ist da. Ah, das ist noch ziemlich wenig, ne? Komme ich denn jetzt wieder in das normale Fenster rein? Warte, was ist das da? Ein Bündnisangebot, das können wir so weglassen. Diplomatie. Okay. Das ist hier. Sligo. Finde ich das hier irgendwo? Desmond, wo sind die? Nein, jetzt bin ich am falschen Dampfer hier gerade gewesen. Nochmal langsam. Erstmal hier gucken. Okay, wir haben da schon lauter Leute drin. Das ist doch schon mal schön. So. Nicht akzeptierte Kulturen. Unser Königreich. Akzeptierte Englisch, Normannisch, Gaskonisch. Da müssen wir auch noch was tun dann. Nein, da will ich gar nicht hin. Ich will ganz anders. Ich will hier hin. So, da will ich hin. So. Schottland und Ulster sind die verbündet. Die. Nur mit denen da verbündet. Okay, das bedeutet, wenn wir die angreifen, dann läuft das mit den anderen gut. Genauso ist es so. Sind entdeckt worden, ne? Können wir dann da abziehen? Weg. Das brachte nichts. So, aber dafür bringt jetzt das was. Können wir denen den Krieg erklären? Eroberung von denen. Den werden denen zwar helfen, aber das wird denen nicht reichen. Wir bestätigen das Ganze. Gewonnen. Haben noch nichts gewonnen, aber, gemacht, aber haben schon gewonnen. So, die kommen dann mit 7 Armeen rüber. Wollen wir auch da reinmarschieren? Ja, ne?
So, das wird schnell gehen, denke ich. Gewonnen. Okay. Und da gehen wir natürlich auch hin. Und gucken zu, dass wir da auch aufräumen. Dann haben wir schon einen schönen Kriegsstand, nämlich. Machen die das nicht? Ich bin doch verbündet mit denen, ne? Stand doch da, oder? Ne, die sind gar nicht da reingegangen, alles klar. Ich war davon überzeugt, dass die mitkämpfen. Dann halt nicht. Da haben die sich gedacht, das lohnt nicht, ne? Gut. Den Kriegsstand kriegen wir dann aber auch schnell gleich hin. Und Flandern. Ja, jetzt haben wir noch einen Berater frei, ne? Sligo. Okay. Hier müssen wir doch mal dann noch weitermachen. Geht das? Ne, brauchen wir gar nicht. Geht nicht. Erst wieder ab 74. Okay, dauert noch. Wie ist das bei denen? Das ist schon. Können wir wieder aufbauen oder versuchen aufzubauen, ne? So. Okay. Automatisch speichern. Wie sieht das da aus? Okay, geht voran. Wird seine Weile dauern halt. Gut, die sind in den Hafen gekommen, kann das sein? Obwohl sie jetzt schon wieder fahren könnten, aber ist auch egal. Ja, ich glaube, die ist ganz gut, dass wir das machen, dann klappt das auch. So, wen haben wir denn jetzt hier unten noch? Das ist Grenada. Ach, das war hier unten bei den Spaniern, ne? Kann das sein, dass die Spanier das schon eingenommen haben? Hat sich das schon erledigt? Politische Karte bitte einmal. Sieht wohl so aus. Ist schon weg. Ne, da sind sie noch. Okay. Verbündet mit Marokko. Sollten wir vielleicht da noch gerade aufräumen? Zurückrufen, ne? Brauchen wir da sowieso dann nicht mehr. Bringt uns da auch nichts mehr. Ach guck mal, Bretagne hat Anjou aufgerieben. Dann bauen wir da mal das Spionagenetzwerk auf. Obwohl wir ja gleich definitiv zum Friedensvertrag schließen, den man braucht, ne? War jetzt nicht so eine tolle Idee, naja, egal. Gut, hier geht wieder was. 0,20, gehen wir gerade nochmal zurück. Was macht denn der Markt? In der Normandie. Yorkshire, ne? Machen wir da lieber. Obwohl, das gehört, glaube ich, zur Nordsee und nicht zum Ärmelkanal, ne? Ja. Naja, dann wird das besser, wird aber auch dann nachher rübergeführt, dann passt das schon. Gut, aber hier geht es irgendwie nicht voran, ne? Bei der. Ah, da brennt es schon. Jetzt müssen wir noch die Mauern durchbrechen. Kann aber auch nicht mehr lange dauern. Gut. Kann irgendwo was investieren. Okay. Warte mal, das ist 4. Ah, das ist ja schon mal super dann, ne? Okay. Dann können wir hier. Gruppen updaten, war das die? Ja, das ist die Moral. Wir nehmen die, obwohl weiß ich nicht, ob wir die haben, aber hier wird was Besseres dann sein, oder was? Ne, das war bei den anderen nur. Nahkampf oder Moral? Okay, das ist auf jeden Fall dann erledigt.
So, Einheiten erleiden Verluste, das ist auch klar. Oh, geht schon weiteres. So, dann kommen nationale Ideen. Das ist schon mal gut. Produktionseffizient plus 5. Da haben wir Marineambitionen. Komm, die nehmen wir auch mit. So, jetzt können wir hier die erste Gruppe machen. Da müssen wir ganz stark überlegen, was wir machen. Was waren da jetzt? Ah. Kämpfte Nachfolger. Lass uns gerade das erst machen. Debatte beginnen. Stabilität erhalten wir da. Das ist natürlich nicht schlecht. Entwicklungskosten minus 10%. Bürokratie finanzieren, Kosten minus 10%. Generation Flotte. Kapperbrief ausstellen. Was ist mit der Flotte? Ich glaube, wir müssen erstmal mit unseren Landmannschaften weiterkommen. Hier, das ist es. Das nehmen wir. 60-prozentigen Sieg ist schon die Chance drauf. 10 Prestige verlieren. Diplomatische Macht. Das können wir uns auf jeden Fall locker leisten. Ne? Dann haben wir schon 90%. Komm, machen wir es gleich fertig. Ist auch nicht viel. Wunderbar, läuft. So, ist hier schon durch. Haben euch besetzt. Also, ja, jetzt haben wir keinen frei, das ist das Problem, ne? Aber hier wurde ja entdeckt, ne? Dann sind wir da erst hin, ne? Was ist das? Der General Stephen Cabot ist tot. Das ist schlecht. Ist das da schon? Ist das schon. Ben. Und hier. Ah, der muss erst zurückkommen. Da ist er. Können wir dann das fordern. So, das nehmen wir noch mit. Ja, der Rest ist alles egal. Gut, wohl auf. Haben wir uns wieder etwas vergrößert, ne? Horn war das. Auch erledigt. Wir können noch was bauen. Was hatten wir hier? Ein Dock. Wofür ist das Dock gut? Ist hier schon wieder... Ach so, warte mal. Machen wir Pause. Da war ja auch noch ein General gestorben. Das ist ein Theologe. Okay. Lass uns mal gerade erst hier reingucken. Die sind noch da. Das wäre, wenn der gewesen. Ist er auch. Ja, machen wir. Und, was hat er? Fernkampf 2, Nahkampf 2. Belagerung 1. Okay, das ist kein schlechter. Dann nehmen wir den mal als Anführer dafür. Ist klar. Ja, dann wäre der nächste ja hier oder hier, ne? Jetzt müssen wir nur gucken. Wir können sogar schon Ansprüche fingieren. Nehmen wir doch die mit, oder? So, das haben wir schon. Wie weit ist denn das Netzwerk? 15, okay. Das ist erledigt. Das ist soweit. Da sind wir auch schon wieder erwischt worden, oder wie? Achso, warte mal, das ist ja... Das geht ja noch nicht, ne? Oder? Doch, geht. Sonst wird es da ja stehen. Gut, 1,7 geht da jetzt. Hoffen wir, dass wir den Schotten jetzt da mal, ne?
Dampf unter der Hose machen können. So. Soweit, so gut. Die Schiffe sind auch schon wieder unterwegs, um den Handel zu schützen. Das ist auch gut. Sollten überlegen, ob wir nicht hier noch weiteres machen. Da ist nur noch 1,6. Jetzt wird es ein bisschen viel wieder. Die Sternkammer. Ein Gerichtshof. Unruhen runter, das ist vielleicht nicht schlecht. Stabilität haben wir 2, dann bin ich mehr für die Unruhen. Aber die Stabilitätskosten gehen hoch. Egal. Inflation. Wie hoch ist denn unsere Inflation? Ne, wo war die Inflation? Die war da. Die ist 0,09 und fällt. Können wir ruhig erhalten. Gut. Ja. Das ist alles Nordsee. Das heißt, unser Anteil wächst da ja auch, ne? Ja. Dann würde ich sagen, lassen wir das mal erstmal so laufen. Müssen das nur umschichten, ne, oder? Was machen die denn hier? Weißes Meer, senden. Haben wir überhaupt irgendwo einen? Haben wir Händler? Das Missionar. Diplomat. Kolonisten. Sind beide unterwegs. Okay. Ach so, da. In der Champagne. Um das dann zum Ärmelkanal umzuleiten. Okay, und da schöpfen wir wahrscheinlich dann ab, ne? Und in Lübeck haben wir den zweiten. L4. 4-2, naja. Sortieren nach Einkommen. Ja. Ach, gesamte Handelsmacht? Nee. Nach unserer. So. Ärmelkanal. Champagner und dann ist Nordsee. Lübeck ist hier unten. Und sortieren nach Wert. Genua hat einen großen Wert, haben aber keinen Einfluss. Und Lübeck haben wir einen größeren Einfluss, oder wie? Naja, wird schon richtig sein. Gut, okay. Aber dann würde ich erstmal sagen, soll es für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn das nächste Mal, wenn wir hier die Freie Ideengruppe machen, wieder zuschaut. Bis dann. Tschüss.